Brandenburg, denke ich, bringt es vor allem Vorteile für mittelständische Unternehmen. Wir haben ja in Brandenburg eher wenig große Unternehmen, die durchaus exportstarke, exportgeeignete Produkte produzieren. Die können sich nicht leisten, verschiedene Produktionsmaßstäbe, verschiedene Zertifizierungsverfahren, Standards einzuhalten. Für die könnte das ein wirklicher Fortschritt sein, den Zugang zum US-Markt zu erhalten. Wenn das Freihandelsabkommen nicht zustande kommt, dann wird sicherlich einerseits die Welt nicht untergehen, andererseits wird es auch nicht einfach nur eine Rückkehr zum Status quo bedeuten. Und die Frage, ob wir gemeinsam mit den USA als entwickelte Industrienationen und Wirtschaftsräume Standards setzen können in der Welt, die ist dann mit Nein beantwortet. Ob das, was wir dann von anderer Seite bekommen, besser ist, ist doch sehr in Zweifel zu ziehen. Insofern haben wir durchaus auch eine Verantwortung für das Gelingen wie für das Scheitern.